Guten Morgen, 19. Juli, knapp 8 Uhr, glaube ich, und ich bin ja gerade mal gestartet von Etna. Ein Trail Angelin hat uns hier hochgebracht wieder an den Ausgang. Und jetzt geht's gleich mal schon in der Sonne und bergauf, aber das sieht ganz gut aus. Wird ein schöner Tag. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu viel in der knallen Sonne gehen später. Schauen wir mal. Die Honeybean hat mir ein bisschen von ihrer Erkältung abgegeben, habe ich heute Nacht gemerkt. Drückt mir die Daumen, dass ich glimpflich durchkomme und es mich nicht so sehr am Wandern hindert. Auch hier schon wieder ein Abschnitt von verbranntem Land. Ja, irgendwie auch interessant, aber halt auch traurig. So, da geht er entlang. Wunderschöne Erika und ein schöner Pfad, noch ein Bächlein rechts von mir. Es duftet, wow, boah, betörend. Es wird gleich nochmal getrunken und dann nochmal Wasser aufgefüllt, ist ja doch sehr heiß. Herrlich frisches Wasser. Yeah. 18 Uhr. Es geht dem Abend entgegen. Noch über eine Junction drüber. Und dann Campsite. Essen, schlafen. Jetzt wird es Abend und meine Erkältung ist schlimmer geworden. Wir haben aber auch ganz schön zugelangt, jetzt noch zum guten Schluss und weit über 20 Meilen gemacht. Hier ist mein Zelt und da werde ich jetzt gleich, es ist 7:30, hinein verschwinden, ordentlich trinken, noch was essen und schlafen. Guten Morgen. Ihr hört es vielleicht schon, es geht mir nicht sehr gut, die Nase ist zu, die Beine sind schwer, aber es ist ein herrlicher Morgen. Durch dichtes Grün geht's zum nächsten kleinen Bächlein. Da werde ich mich erfrischen. Es geht mir nicht gut. Ich habe mich ja bei der Honeybean angesteckt mit keine Ahnung was. Ist ja auch egal. Augen zu und durch. Ich mache halt langsam, genieße mehr und habe das Tempo gesenkt, sodass ich mich gesund gehen kann. Durch dichtes Grün geht's zum nächsten kleinen Bächlein. Da werde ich mich erfrischen.
es geht mir nicht gut. Ich habe mich ja bei der Honeybiene angesteckt mit, keine Ahnung was, ist ja auch egal, Augen zu und durch. Ich mache halt langsam, genieße mehr und habe das Tempo gesenkt, sodass ich mich gesund gehen kann. Es ist eine Affenhitze. Jetzt geht es hier weiter. Mittagspause beendet. Ich fühle mich so schlapp. Boah, ich schlepp mich wirklich ganz langsam hier durch die Gegend. Na, mal sehen, wie es morgen aussieht. Durch die Wildnis. Gesäumt von Baumstämmen, die es zu überklettern gilt. Dichtes Gebüsch. Guten Morgen am 21. Juli um 6 Uhr. Ich bin wieder auf dem Weg. Ihr hört es an meiner Stimme. Gut ist anders, aber es ist in Ordnung. Hier gibt es eine Brücke, ein schönes Wasser. Und heute geht es ja auch in die Stadt. Gibt es Medikamente? Wobei, Stadt ist ja weit hergeholt. Es gibt einen kleinen Supermarkt, aber die haben hier, die Amerikaner, tatsächlich ja in jedem Supermarkt so eine Abteilung für Medikamente, also zumindest mal so das Notwendigste. Von daher werde ich mich da eindecken und auch eine Nacht auf jeden Fall bleiben und allen weiteren Plan überdenken.